Liebe Bürgerinnen und Bürger von Tschechien, ich möchte mich hier als Gemeinderat und zugleich auch als erster Bürgermeister bewerben für die Gemeinde Tschechien. Ich weiß, die einen kennen mich als Gaudi-Burschen aus dem Fernsehen, die anderen kennen mich aber auch als hart arbeitenden Unternehmer. Wir sind hier der größte Arbeitgeber seit fast 20 Jahren. Mache ich die Geschäfte schon bei der Firma Weiß und ich möchte auch diese seriöse Seite von mir jetzt einmal zum Ausdruck bringen, weil fürs Fernsehen und als meine zweite Karriere Medienstar ist natürlich das Lustige und das Gaudi machen und posieren wichtig, aber für das Tagesgeschäft ist Seriosität wichtig, Zuverlässigkeit wichtig und dass man korrekt mit den Menschen, die mit einem zu tun haben, umgeht. Und für das bin ich auch bekannt, vielleicht jetzt in Tschechien, womit nicht so viel kennen, nicht so, aber wir arbeiten für viele Behörden, wir arbeiten für viele Ämter, wir arbeiten für große Unternehmen und umsonst ist unser Unternehmen, die Baumschule und der Christbaumhandel und die Abbruchfirma nicht sehr erfolgreich, weil wir als zuverlässig, kompetent und als ehrlicher Geschäftspartner haben wir uns einen Namen gemacht und das möchte ich auch auf die Gemeindearbeit übertragen. Mein Ziel ist, ich will was für die Familien tun. Ich bin selber Familienvater, habe 3 Kinder und ich sehe, dass in Tschechien da sehr viel Stillstand herrscht. Wir haben natürlich keinen richtigen Gemeinderat oder auch die ganze Verwaltung ist nicht so aufgebaut, dass da Konkurrenz herrscht. Und nur wo Konkurrenz herrscht, ist auch Leistung möglich, weil sich jeder anstrengen muss. Und das ist meine Aufgabe jetzt, so sehe ich das, dass ich da jetzt wieder mal Konkurrenz reinbringe in den Wahlkampf in Tschechien und dass der Gemeinderat und der Bürgermeister nicht vorbestimmt ist, sondern dass jeder Bürger die Wahl hat, ich kann mein Kreuzerl da machen oder da machen. Und was ich damit bewirke, das ist unheimlich. Sobald da Mitbewerber da sind, muss man sich einfach anstrengen. Das ist bei uns im Tagesgeschäft so und das ist auch in der Gemeindepolitik so. Meine Ziele sind, ich möchte eine eigene Wasserversorgung aufbauen für Tschechien, sodass Tschechien, wir haben wunderbares Trinkwasser hier vor Ort, wir brauchen nicht das Wasser von Rosenheim mit Chlor kaufen, womöglich noch viel mehr zahlen, als was das selber kosten würde, wenn wir das in Tschechien produzieren. Ich will ein mehrgenerationenfähiges Konzept erarbeiten für Bürger, die auch älter werden, aber in Verbindung mit jungen Bürgern zusammen Wohnkonzepte entwickeln, gemeinsam. Und dazu ist ganz wichtig, ich möchte für alle wichtigen Entscheidungen, die die Gemeinde für die Zukunft zu fällen hat, Expertengremien zusammenrufen. Also nicht nur der Gemeinderat zu entscheiden, sondern Menschen, die betroffen sind und die einen Sachverstand haben und die das auch einbringen wollen. Ich möchte das Gemeinwesen in Tschechien stärken, dadurch, dass sich viele Menschen in diese Entscheidungsprozesse einbringen können. Der nächste wichtige Punkt meiner Agenda für die nächsten 6 Jahre als Bürgermeister ist die Zukunft von Tschechien verändert sich jetzt maßgeblich durch den Bau der direkten Anbindung an die Autobahn durch die Bundesstraße B15, Ortsumfahrung von Pfaffenhofen wird realisiert. Die Ortserneuerung von Pfaffenhofen müsste jetzt schon angeschoben werden, damit uns das nicht so passiert wie in Hochstädt, dass die Bundesstraße 15 Jahre schon aus dem Ort heraus ist, aber es hat sich nichts verändert. Und man weiß leider, dass das mit der Finanzierung von so Dorferneuerungskonzepten sicher nicht besser wird in der Zukunft und damit ist eigentlich der Fahrplan schon vorgegeben. Man muss jetzt schon die interessierten Bürger zusammentrommeln und muss jetzt schon zusammen ein Konzept entwickeln, wie soll Pfaffenhofen ausschauen, wenn die Bundesstraße weg ist. Weil wenn die Bundesstraße rausgeht, kann man sofort das Bahnhof fangen. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich angreifen möchte. Der nächste wichtige Punkt ist, wir wollen einfach mehr Transparenz. Der Gemeinderat, die Entscheidungen aus der Gemeinde, was bewegt uns Bürger und wie reagiert die Gemeinde darauf, das muss viel transparenter werden.
Es soll nicht so sein, dass wir das aus der Zeitung erfahren, sprich auch nur die Meinung der Zeitung lesen können, sondern ich finde, aus dem Gemeinderat die Entscheidungen müssen am nächsten Tag schon im Internet verfügbar sein. Und damit auch für jeden transparent und nachvollziehbar. Und das Abstimmungsverhalten muss dargelegt werden. Und ich finde, man sollte ruhig sagen, welcher Gemeinderat sich engagiert, wer ist kritisch und wer sitzt nur drin und hebt die Hand. Weil der bringt für dieses Demokratieverständnis, das ich jetzt habe, und auch viele andere, dass man kritisch miteinander umgeht, auch einmal was hinterfragt oder andere Vorstellungen zum Ausdruck bringt, das geht halt nur, wenn man ein breites Spektrum an Menschen im Gemeinderat hat, die auch mal andere Meinung vertreten und nicht nur zu allem Ja sagen, was die Verwaltung vorschlägt. Ich möchte ja ganz klar zum Ausdruck bringen, die bisherigen Streitigkeiten oder Differenzen mit der Gemeinde haben jetzt mit der Bewerbung an sich eigentlich nur am Rande zu tun. Ich möchte mich als Bürger, als engagierter Bürger einbringen in die Gemeindepolitik, damit da mehr Wettbewerb herrscht und damit was vorwärts geht. Für Junge, für Mittelalte und für alte Leute. Dass wir Tschechen, die Gemeinschaft wieder stärker wird und dass wir alle hier schön leben können. Weil ich will ja für mein ganzes Leben hier leben, also möchte ich auch was bewegen, damit es so passt, dass alle zufrieden sind. Das ist mein Ziel. Und ich werde sicher nicht was zu meinem Vorteil nutzen. Auf mich schauen alle ganz genau. Und an dem lasse ich mich messen. Weil ich möchte mit allen Menschen gut auskommen. Das ist eigentlich mein Ziel. Und damit auch die Vorgabe für die Politik hier vor Ort. Ich bin gern Tschechener Bürger. Ich lebe hier seit meiner Geburt. Ich möchte hier bis zu meinem Ableben sein und mich engagieren. Die Gemeinde hat mir viel gegeben. Aber jetzt ist auch die Zeit, dass ich mich einbringe und engagiere und was auch für die Allgemeinheit tue. Und das ist am besten, wenn man das von innen macht, nicht von außen kritisiert, sondern deswegen möchte ich Bürgermeister werden und im Gemeinderat aktiv sein und suche Mitstreiter, Experten, die auch ihr Fachwissen einbringen. Weil nur gute, starke Meinungen können eine Vielfalt produzieren, die uns vorwärts bringt. Und dazu ist mir Ihre Meinung sehr wichtig. Wir haben einen Fragebogen vorbereitet. Bitte füllen Sie uns den aus, damit wir wissen, was die Bürger wirklich interessiert und dass wir diese Punkte aufgreifen können. Und unterstützen Sie mich, damit wir wirklich eine Wahl haben, auch in Tschechien. Vielen Dank.